Es sind halt viele Sachen passiert, die einfach eine gewisse Angst in einem erzeugt haben. Das hat mit meiner Haltung gegenüber einer Corona-Schutzimpfung überhaupt nichts zu tun. Ich finde, es ist absolut in Ordnung, wenn man sich impfen lässt und den Schutz auch hat, wenn man ein Risiko hat. Dann will man das einfach nur geklärt haben und da kann mir halt keiner die Angst nehmen und die Sicherheit geben, dass mir nichts passiert. Das ist einfach nur das Thema bei mir. Ich bin hier nicht gegen eine Impfung. Ich bin gegen Tetanus geimpft, ich bin gegen Hepatitis geimpft. Ich habe mittlerweile 2-mal Corona gehabt. Ich habe es gut überstanden, mir geht's gut. Und ich habe auch nie irgendwas geleugnet in der Richtung, ganz und gar nicht. Für mich ist es einfach nur meine persönliche Situation. Das ist doch unbestritten, dass der Markus einen großen Fehler gemacht hat. Und da geht es jetzt weniger meiner Meinung nach darum, ich sage mal, seine persönliche Geschichte hat er erzählt und sich dann zu entscheiden, dass er sich nicht impfen lässt. Ich denke, da kann man durchaus auch Verständnis für haben. Das hat jetzt nichts mit Leugnung oder mit irgendwelchen Sachen zu tun. Der Fehler, den er gemacht hat, ist der Umgang mit dieser Sache. Und das muss klar angesprochen werden und das ist auch klar angesprochen worden. Und ich bin von ihm als Trainer überzeugt, ich bin ja von ihm als Mensch überzeugt. Ich weiß, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Deswegen müssen wir auch dann auch mal sagen, das war falsch. Und dann müssen wir auch mal sagen, jetzt ist auch gut. Und da muss man auch jemand dann einfach die Chance geben, in seiner täglichen Arbeit zu zeigen, dass man daraus gelernt hat und dass es dann auch nach vorne geht und weiter.